So, willkommen zum ersten inhaltlichen Video der Videoreihe Grundlagen der Funktionalanalysis hier auf dem Kanal. Heute geht es, wie bereits angekündigt, um die mathematischen Strukturen, die uns im Folgenden immer wieder begegnen und die wir im Folgenden immer weiter ausbauen und anwenden wollen. Und deshalb sind diese Sachen wirklich elementar und auch wichtig. Und sollte es hierzu Wiederholungsbedarf geben, sollte man das auf jeden Fall nochmal in der Literatur nachschlagen, die man so findet und die man vielleicht auch kennt, sodass man da halt möglichst gut mit den Begriffen vertraut sein sollte, nachdem man das Video durchgearbeitet hat, wenn man so möchte. So, wir fangen an, und zwar im Wesentlichen mit dem speziellsten, was wir so im Moment möglich haben, nämlich mit Skalarprodukträumen bzw. mit Skalarprodukten. Und werden das dann ja quasi im Verlaufe dieser ersten Vorlesung in Anführungsstrichen verallgemeinern, indem wir halt gewisse Sachen weglassen oder verändern, sodass wir am Ende bei einem relativ allgemeinen Konzept metrischer Räume rauskommen. Und auf dem Stand bleiben wir dann auch erstmal stehen. Also wir gehen nicht noch den Schritt runter auf topologische Räume. Das kann man auch machen, aber das ist meiner Meinung nach im Rahmen dieses Videos oder dieser Reihe erstmal nicht ganz so wichtig. So, wir fangen an, indem wir uns erstmal definieren, was ist überhaupt ein Skalarprodukt. Das ist Definition 1.1. Also für ein Skalarprodukt brauchen wir jetzt erstmal irgendeinen Raum, auf dem das Ding leben kann. Das ist nämlich in Regel ein Vektorraum. Und zwar ein Vektorraum über einem Körper K. So, und wir beschränken uns jetzt im Rahmen dieser Reihe hier auf die reellen Zahlen bzw. die komplexen Zahlen. Das heißt, wir betrachten nur einen Körper K, der entweder die reellen Zahlen ist oder entweder die komplexen Zahlen. Prinzipiell funktioniert natürlich jeder beliebige Körper K, also jede Menge, die die Körpereigenschaften erfüllt. So, und das Dingen statten wir jetzt aus mit einer Abbildung, die zwei Argumente entnehmen nimmt, die also auf x Kreuz x lebt und in die reellen Zahlen abbildet. Und so eine Abbildung, die heißt Skalarprodukt, wenn im Wesentlichen drei Bedingungen gelten. Also Skalarprodukt, falls gilt. Ja, was ist die erste Eigenschaft? SP1. Das Dingen soll gefälligst bilinear sein. Also Punkt, Punkt ist bilinear. So, was heißt das? Ich kann die eine Seite mit einem Skalar multiplizieren, in Anführungsstrichen, dann kann ich das Skalar rausziehen. Und das funktioniert auf beiden Seiten. So, das ist die erste Bedingung, die diese Bilinearität quasi vorgibt. Und dann muss ich etwas machen können, was der Linearität sehr viel näher ist, nämlich ich muss Summen auseinanderziehen können. Das heißt, aus dem Skalarprodukt von x plus y mit z wird das Skalarprodukt von x mit z plus das Skalarprodukt von yz. Und genauso kann ich das in der zweiten Komponente machen. Das heißt, hier kriege ich dann eben entsprechend das Gleiche raus. Plus x mit y plus x mit z. So. Das heißt, im Wesentlichen heißt dieses bilinear einfach nichts anderes als linear, und zwar in jeder Komponente. Man kann das noch auf die Spitze treiben, indem man sogenannte Multilinearformen definiert. Das ist zum Beispiel die Determinante. Die ist dann halt linear in jedem Argument, deswegen dann multilinear. Und im Fall, dass es halt nur zwei Argumente gibt, dann nennen wir sowas dann bilinear. So, die zweite Eigenschaft, die so ein Skalarprodukt erfüllen sollte, ist, es ist symmetrisch. Das ist auch optisch klar, denn es gilt x plus x im Skalarprodukt mit y ist das gleiche wie y mit x im Skalarprodukt. Das heißt, ich kann einfach die Reihenfolge der beiden Argumente vertauschen. Und das Letzte, was gelten soll, das ist eine sehr wichtige Forderung, dieses Skalarprodukt ist positiv definit. Das heißt, wenn ich das Skalarprodukt eines Vektors x mit sich selbst betrachte, dann ist das größer gleich 0
Und es gilt weiter, also das hier ist quasi so ein bisschen dieses Positiv. Und jetzt kommt im Wesentlichen das Definit. Es ist genau dann gleich 0, wenn der Vektor, den ich reingesteckt habe, 0 war. Das heißt, dieser Term wird nur dann gleich 0, wenn das x, was ich reinstecke, sowieso schon der Nullvektor war. Und das ist dann zusammengenommen positive Definitheit. Und das ist dann im Wesentlichen ein Skalarprodukt. Und mit diesem Skalarprodukt können wir jetzt eine erste wichtige Geschichte betrachten. Und zwar fassen wir jetzt diesen Vektorraum x zusammen mit dem Skalarprodukt auf und nennen dieses Ding zusammen, also dieses Zweiertupel aus Vektorraum und Skalarprodukt, das nennen wir jetzt Prä-Hilbert-Raum. Prä-Hilbert-Raum. So, warum das Ding ein Prä-Hilbert-Raum heißt, das werden wir zu gegebener Zeit noch sehen, nämlich bei der Definition des Hilbert-Raums ohne das Prä. Aber für diesen Moment reicht das erstmal. So, für so ein Skalarprodukt wollen wir eben kurz zwei Beispiele angeben, ohne das jetzt im Detail durchzurechnen. Ein Beispiel ist sicherlich das Standard-Skalarprodukt auf R hoch n. Da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen, aber ich schreibe es nochmal ganz kurz hin. Nämlich xy im Skalarprodukt Rn. Ja, das ist einfach die Summe von k gleich 1 bis n. Ja, und jetzt kommen da die Komponentenquadrate, beziehungsweise die Komponenten Produkte. Also die Karte Komponente vom x-Vektor mal die Karte Komponente vom y-Vektor und das dann einfach aufaddiert. Man kann allerdings auch schon jetzt ein bisschen ja, spezieller werden, beziehungsweise ein bisschen nicht standardmäßig werden. Und zwar definieren wir uns einen neuen Raum x. Das sollen jetzt alle Funktionen sein, die den R hoch n als Wertemenge nehmen und in die reellen Zahlen abbilden. Und für die das Integral über ganz R hoch n Betrag f von x Quadrat im Betrag dx endlich ist. Wobei das jetzt hier das Standard, Integral quasi ist. Also Riemann oder Lebesgue, das spielt jetzt hier keine größere Rolle. Aber es ist auf jeden Fall in einem gewissen Sinne nicht unendlich. Also diesen Raum nehmen wir uns jetzt mal und definieren darauf jetzt ein Skalarprodukt, indem wir uns zwei Funktionen dieses Raumes nehmen. Dann indizieren wir das hier unten noch mit einem x. Und sagen, das ist das Integral über den gesamten Raum, also über R hoch n. Und was tun wir rein? Ja, das Produkt der beiden. Das ist dann ein Skalarprodukt auf x. Das möchte ich jetzt hier allerdings nicht nachrechnen. Was macht man, um das zu zeigen? Ja, man rechnet im Wesentlichen diese Sachen hier nach. Das ist relativ simpel, sage ich mal. Wo man ein bisschen nachdenken muss, ist im Prinzip das der dritte Fall, dass das nämlich positiv definiert ist, da nutzt man aber natürlich dieses Quadrat hier aus. Das geht also relativ zügig. Sollte man mal einmal durchrechnen. Ist also im Moment noch nicht großartig was. So, jetzt haben wir also im Prinzip so einen Raum definiert, der mit einem Skalarprodukt ausgestattet ist. Das ist eine sehr, sagen wir mal, komfortable Situation, weil die einfach nicht häufig vorkommt. Wesentlich häufiger ist es der Fall, dass wir halt schwächere, in Anführungsstrichen schwächere Strukturen haben, die dafür relativ häufig oder häufiger vorkommen als so etwas sehr, sehr Einschränkendes wie ein Skalarprodukt. Und deshalb betrachten wir jetzt im Folgenden normierte Räume. Und dafür müssen wir uns jetzt erstmal angucken, ja gut, was ist eine Norm? Und wir definieren jetzt eine Norm recht analog zum Skalarprodukt. Nur wir ändern an ganz kleinen Stellen entscheidende Schrauben. Wichtig ist, für eine Norm brauchen wir wieder einen Vektorraum und zwar wieder über einem Körper. Wir sagen jetzt hier in unserem Fall wieder entweder die reellen oder die komplexen Zahlen. Kann aber wieder jeder beliebiger Körper sein. Und dann nehmen wir uns eine Abbildung, die kriegt jetzt nur einen Wert quasi, also ein Argument, das heißt, die geht von x und dann in die reellen Zahlen. Und das Ding heißt jetzt Norm, falls wieder drei Eigenschaften erfüllt sind. Also falls gilt. Und die drei Eigenschaften, die jetzt gelten sollen, die nennen wir jetzt N1, N2, N3 für Norm 1, Norm 2, Norm 3. Ähnlich werden gleich die Eigenschaften bei der Metrik dann M1, M2 und so weiter heißen.
Und wir gucken uns das jetzt mal an. Also das erste kommt uns bekannt vor, nämlich diese Norm ist wieder positiv definiert. So, was heißt, die Norm ist positiv definiert? Ja, das gleiche im Prinzip wie bereits beim Skalarprodukt, nämlich die Norm von x ist größer gleich 0 und die Norm von x ist gleich 0, genau dann, wenn das x gleich 0 war. Soweit nichts Neues. Das Neue oder das erste Neue ist jetzt N2, nämlich diese Abbildung Norm, die soll homogen sein. So, und homogen heißt, wenn ich hier in die Norm einen Skalar mit einem Vektor multipliziere, dann soll das das gleiche sein wie der Betrag von Alpha in K mal die Norm des Vektors x. Das ist Homogenität. Und was zusätzlich noch gelten soll, ist die bekannte Dreiecksungleichung. Also die Norm von x plus y soll kleiner gleich sein als die Norm von x plus die Norm von y. Machen wir uns das kurz klar. In der euklidischen Norm, also in der ganz normalen Abstandsnorm, die wir kennen, wenn wir zwei Punkte haben und die verbinden, dann ist das hier quasi ja, die eine Seite. Dann kann ich allerdings natürlich hier quasi mein Dreieck draus basteln. Und dann haben wir hier letzten Endes die Norm von x stehen, hier die Norm von y. Und wenn wir das jetzt vektoriell lesen, dann ist das hier ja im Prinzip x plus y, das heißt, das hier hat die Länge x, also die Norm x plus y. Und dann kann man sehen, diese Verbindungsstrecke hier ist also immer kleiner, gleich von der Länge her, als die Umwege entlang der Koordinatenachsen. So lässt sich das im R2 lesen unter euklidischer Norm. So schreibt sich das hin für jede beliebige Norm. Deswegen auch Dreiecksungleichung, ne? Gut, jetzt können wir uns so einen normierten Raum definieren. Das machen wir ähnlich wie beim Prä-Hilbert-Raum. Wir nehmen uns einfach das Paar x, wobei das x halt Vektorraum ist, und diese Abbildung, die eine Norm ist. Und das Paar von x und Norm heißt dann einfach normierter Raum. Heißt. Ja gut, wofür haben wir eine Radiergummi, ne? Soll man hinterher auch lesen können. Heißt normierter Raum. Gut. So, also im Wesentlichen haben wir noch nichts Großartiges gemacht. Wir haben einfach nur noch mal so eine neue Art der Abbildung definiert und uns dann so ein Raumkonzept als normierter Raum definiert in einem sehr, sagen wir mal, einleuchtenden Prinzip, nämlich einfach zu sagen, okay, Vektorraum plus Norm, normierter Raum. Wir gucken uns jetzt mal so ein paar Beispiele für Normen an, damit der Begriff so ein bisschen Struktur gewinnt. Naja, einmal Betrag auf R ist auf jeden Fall eine Norm. Kann man nachrechnen, ist auch nicht tragisch. Das möchte ich hier jetzt überhaupt nicht nachrechnen, weil das sind wirklich nur immer wieder stupide diese Dinger hier nachxen. Man kann sich allerdings beim Betrag natürlich schnell überlegen, der ist größer gleich 0. Der ist gleich 0 genau dann, wenn x gleich 0 ist. Ich kann die Beträge sowieso nach den Rechenregeln für den Betrag hier auf diese Art und Weise auseinanderziehen. Also ist das Ding auch homogen. Und die Dreiecksungleichung gilt auf natürliche Art und Weise genauso. Also das ist eine Norm, die ist relativ einfach einzusehen. Man kann allerdings jetzt noch recht spezielle Normen bzw. unendlich viele Normen einführen. Und eine wichtige davon ist die sogenannte 1-Norm. Wir betrachten jetzt speziell x gleich r hoch n und setzen die Norm von klein x, also die 1-Norm von klein x gleich die Summe von k gleich 1 bis n über die Beträge der Komponenten. Das ist ähnlich oder sehr nah dran am Skalarprodukt, nur wir lassen hier halt das Quadrieren im Prinzip weg. Beim Skalarprodukt von xx würden wir hier ein Quadrat hinschreiben und uns dadurch den Absolutbetrag sparen können. Aber das definiert tatsächlich eine Norm. Und das kann man auch wieder relativ leicht nachrechnen, wenn man halt einsetzt, dass der Betrag selber schon eine Norm definiert. Und dann kann ich das hier summieren und dann kann ich die Eigenschaften, die oben drin stehen, einigermaßen zügig nachrechnen. Auch das ist eine gute Übung. Wir betrachten bei c jetzt wieder nur den r hoch n und dann gucken wir uns an die sogenannte Supremumsnorm, beziehungsweise in diesem Fall die Maximumsnorm. Das ist die Unendlich-Norm, wie man sie häufiger auch mal nennt.
Und die definieren wir einfach als das Maximum von k gleich 1 bis n über den Absolutbetrag von xk, wobei das x wieder aus x sein soll. Also ein Vektor aus r hoch n. Das ist also einfach, wir gehen durch und nehmen das Maximum der Komponenten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, x ist minus 3, 2, 1, dann ist die Maximumsnorm dieses Vektors einfach der höchste Absolutbetrag. Das ist also dann die 3. Das ist eine recht simple Norm. Auch hier rechnet man wieder relativ zügig nach, dass diese Eigenschaften hier gelten, ne? Weil das ist ganz klar, der Absolutbetrag ist größer gleich 0, also ist auch die Norm größer gleich 0, gleich 0 genau dann, wenn Absolutbetrag gleich 0. Homogenität rechnet man auch leicht nach. Gut, und die Dreiecksungleichung, die muss man sich überlegen, aber da das Maximum halt sich in dieser Hinsicht nett verhält, kriegt man das auch sehr schnell hin. So, jetzt kommt eine Klasse von wichtigen Normen, die uns auch im Kapitel 3 beim LP-Raum nochmal ein bisschen näher beschäftigen werden. Wir betrachten jetzt x als die Menge aller Funktionen f von r hoch n in den R. Und zwar dergestalt, dass das Integral über den gesamten r hoch n über Betrag f von x hoch p dx kleiner ist als unendlich. Und zwar betrachten wir diese Räume für 1 kleiner gleich p kleiner unendlich. So, und dann können wir hier eine Norm für eine solche Funktion definieren. Die indizieren wir mit p. Und das ist einfach die p-te Wurzel aus dem Integral über r hoch n über Betrag f von x hoch p dx. Und das definiert dann tatsächlich eine Norm. Und wenn man das p jetzt gleich unendlich geht, dann ist das die Supremumsnorm. Genau. Also das sind so vier erste Beispiele für Normen. Hier zu der letzten, die können wir dann natürlich auch so schreiben, indem wir einfach das Integral nehmen über den gesamten r hoch n, das dann Betrag f von x hoch p dx nehmen und dann einfach der Übersichtlichkeit halber das Ganze hoch 1 durch p. Das wird im Folgenden immer mal bunt gemischt. Ich finde die Wurzel eigentlich schöner, aber das ist manchmal ein bisschen unübersichtlich zu schreiben. Und deswegen werden wir da gucken, dass wir da irgendwie so einen Mischmasch draus bauen. Aber einen einheitlichen, das heißt, ich werde nicht gleichzeitig diese Hochschreibweise mit der Wurzelschreibweise mischen, wenn es denn nicht notwendig ist. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und dann geht's weiter. So, nachdem wir jetzt ja so grundlegende Normen kennengelernt haben, kommen wir jetzt mal so zum ersten, was wir folgern wollen. Das ist so ein Lemma. Und zwar wollen wir jetzt zeigen, dass jeder Prä-Hilbert-Raum auch ein normierter Raum ist. Also sei x bestehend aus einem Vektorraum x und einem Skalarprodukt, also das abgekürzt einfach nur für dieses Tupel, ein Prä-Hilbert-Raum, das heißt ein Raum mit einem Skalarprodukt versehen. Und dann wollen wir daraus folgern, x ist auch normierter Raum. Und die Norm auf diesem neuen Raum, die ist gegeben durch die Wurzel aus dem Skalarprodukt von x mit sich selber für jedes x aus x. So, das wollen wir jetzt zeigen und das geht auch relativ flott. Also Beweis. Wir rechnen also zunächst mal n1 nach. Das heißt, wir wollen zeigen, dass die Norm von x, die wir hier definieren, größer gleich 0 ist und dass die Norm x gleich 0 ist, genau dann, wenn das x gleich 0 ist. So, also gucken wir uns den ersten Teil hier mal an. Jetzt ist Norm x ja einfach die Wurzel aus dem Skalarprodukt von x mit sich selber. So, das Skalarprodukt ist immer größer gleich 0, weil das ist ja positiv definiert. Die Wurzel daraus ändert nichts daran, also ist das immer größer gleich 0, aufgrund der Tatsache, dass das Skalarprodukt positiv definiert ist. Das passt also schon mal. So, das hier hinten, das können wir uns einmal ganz kurz ausxen. Die Norm von x gleich 0, das ist genau dann der Fall, wenn die Wurzel aus dem Skalarprodukt von x mit sich selber gleich 0 ist. Das können wir einmal hochquadrieren. Da passiert jetzt in diesem Fall nichts, deswegen können wir die Äquivalenz machen, weil das hier ja schon positiv definiert ist. Das heißt, ich verliere beim Quadrieren keine Lösung.
Das ist also genau dann der Fall, wenn das Skalarprodukt von x mit x gleich 0 ist. Und das ist jetzt aufgrund der positiven Definitheit genau dann der Fall, wenn x gleich 0 ist. Das heißt, das ist auch kein Problem. Also gilt schon mal n1. So, und jetzt gucken wir uns n2 an. Das heißt, jetzt wollen wir zeigen, ja gut, diese Norm, die wir definiert haben, die ist auch homogen. Also betrachten wir doch einfach mal Betrag Alpha x und schreiben uns das erstmal in dieser neuen Norm auf. Das ist ja erstmal nichts anderes als die Wurzel aus dem Skalarprodukt von Alpha x mit Alpha x. Jetzt wissen wir aber, okay, diese spitzen Klammern, die bilden ein Skalarprodukt. Das heißt, ich kann Skalare rausziehen und zwar aus beiden Seiten. Das heißt, ich ziehe hier einmal das erste Alpha raus und das zweite Alpha. Dann kriege ich also als Faktor vorne ein Alpha Quadrat und stehen bleibt das Skalarprodukt von x mit sich selber. So, das kann ich jetzt nach den Wurzelgesetzen hier am Malzeichen quasi auftrennen. Die Wurzel aus Alpha Quadrat ist dann der Betrag von Alpha. Ja, und was stehen bleibt, ist die Wurzel aus dem Skalarprodukt von x mit sich selber. Und das ist dann nichts anderes als Betrag Alpha mal die so definierte Norm von x. Und somit haben wir hier die Homogenität. Ja, also passt auch. So, was jetzt ein bisschen kniffliger ist, ist die Dreiecksungleichung. Dafür benötigen wir ein Hilfsmittel, das ich jetzt nicht explizit nochmal aufgeschrieben habe, sondern das wir halt jetzt gleich implizit verwenden werden. Und das ist die sogenannte Cauchy-Schwarze Ungleichung. Oder auch Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Und die sagt aus, im Wesentlichen, dass der Betrag des Skalarprodukts von xy kleiner gleich ist als die Wurzel x mit sich selbst im Skalarprodukt mal die Wurzel von y mit sich selbst im Skalarprodukt. Und die Formel werden wir gleich ein bisschen beim Beweis benutzen müssen. Und zwar zeigen wir jetzt nicht ganz streng die Ungleichung, sondern wir betrachten statt die Norm von x plus y einfach mal deren Quadrat. Hat im Wesentlichen nur den Vorteil, dass die Wurzel wegfällt und wir es einfach ein bisschen schneller aufschreiben können. So, was ist das denn im Konkreten? Ja, genau. Ne? Quadrieren, damit die Wurzel wegbleibt. Das ist einfach das Skalarprodukt von x plus y mit sich selbst. So. Jetzt kann ich das hier mal bilinear ausnudeln. Dann haben wir x im Skalarprodukt mit x, x im Skalarprodukt mit y, y im Skalarprodukt mit x, zusammen mit der Symmetrie, also zweimal den Anteil xy und das Ganze dann plus y im Skalarprodukt mit sich selbst. So, das hier ist positiv definiert. Das heißt, wenn ich hier einfach mal den Betrag drum schreibe, mache ich das Ganze maximal größer. Das heißt, ich kann es damit abschätzen. Und kriege dann dieses Teil hier raus. So, und auf diesen mittleren Summanden, da wende ich jetzt die Cauchy-Schwarze Ungleichung an. Das ist also kleiner gleich CSU. Das Skalarprodukt von x mit sich selber plus, so, das hier können wir jetzt sofort schreiben als die Norm von x mal die Norm von y. Dann machen wir das also auch mal. Plus y im Skalarprodukt mit sich selbst. So, jetzt kommt mal das hier ja gerade schon als Normen schreiben. Das können wir natürlich hiermit auch. Das ist einfach die Norm von x zum Quadrat plus 2 mal die Norm von x mal die Norm von y plus die Norm von y ins Quadrat. Ja, und das ist einfach die binomische Formel. Also Norm x plus Norm y ins Quadrat. Ja, und jetzt muss man nur noch einmal die Wurzel ziehen und hat man die Dreiecksungleichung. Also das passt auch. Und damit ist der Beweis an der Stelle durch. Also, das ist so typischer Beweis für xy ist Norm. Man nudelt einfach alle zugehörigen Axiome einmal durch, beziehungsweise Definitionsbedingungen einmal durch. Und das geht in der Regel dann irgendwie dadurch, dass man ausnutzt, dass das, was man da gegeben hat, schon irgendeine Struktur trägt. Gut, so nach diesem ersten kleinen Beweis und dem ersten Lemma machen wir weiter. Wir sind jetzt auf der Stufe des normierten Raums. Und jetzt lassen wir die algebraische Struktur des Vektorraums noch weg. Das heißt, wir betrachten jetzt abstandserhaltende bzw. abstandsdefinierende Abbildungen auf beliebigen Mengen. Und das nennen wir dann Metriken und metrische Räume. Und dazu kommt jetzt Definition 1.8, nämlich die Metrik.
Und da können wir im Wesentlichen die Definition der Norm abschreiben, nur mit einem wirklich erstaunlichen Unterschied, nämlich wir lassen den Vektorraum weg. Wir nehmen einfach x beliebige Menge. Man kann jetzt dazu schreiben, dass x nicht leer sein soll. Das tut aber gar nicht Not, weil es funktioniert auch für die leere Menge, auch wenn es da keinen Sinn mehr hat. Und dann nennen wir so eine Abbildung d, die bekommt jetzt wieder zwei Argumente, weil die ja so einen Abstand zwischen zwei ja, beliebigen Werten quasi darstellen soll. Deswegen lebt die wieder auf x Kreuz x in die reellen Zahlen. Und das Ding heißt jetzt Metrik, falls folgende drei Bedingungen erfüllt sind, also falls gilt. Ja, M1 kennen wir ja schon, das D ist positiv definit. Ich schreibe jetzt nicht nochmal auf, was das im Einzelnen heißt, weil das kann man wirklich von der Norm übernehmen. Man muss es jetzt halt nur in der Form D von schreiben. Das ist aber nichts Neues. D ist symmetrisch. Hier kann ich jetzt vielleicht mal einmal ganz kurz sagen, was ich mit D von meine. Also D von xy ist das gleiche wie D von yx. Das wäre jetzt die Symmetrie. Und auf die Art und Weise kann man auch die positive Definitheit schreiben und auch die Dreiecksungleichung. Bevor ich jetzt hier an dieser Stelle weitermache, noch ein ganz kurzes Wort zu diesem Beweis hier. Der ist so natürlich nicht ganz sauber aufgeschrieben. Man müsste eigentlich überall noch hinzuschreiben für alle xy, für alle Alpha aus und so weiter. Da ich das hier im Rahmen des Videos aber nicht so genau machen möchte, sollte man sich das einfach nur bewusst machen, wenn man so einen Beweis selber aufschreibt oder gerade auch abgibt, dann bitte natürlich quantifizieren. Aber hier kostet mich das nur Zeit und ist im Prinzip nur Ballast, den ich jetzt im Video weglasse. Aber wenn man das wirklich sauber beweisen wollen würde, dann müsste man da entsprechend noch ein bisschen genauer ausformulieren. Auch die Cauchy-Schwarz-Ungleichung fällt natürlich nicht einfach so vom Himmel. Ich benutze die jetzt hier einfach mit. Normalerweise müsste man auch die erst beweisen. So, also so eine Abbildung heißt Metrik, wenn sie positiv definiert ist und symmetrisch in den obigen Sinnen. Und zudem erfüllt sie auf ähnliche Art und Weise die Dreiecksungleichung. Nur, dass man sie halt jetzt eben in diesem D von schreiben muss. So, und Dreiecksungleichung, gerade wenn es jetzt in den Argumenten geht, schreibe ich einfach häufiger mal in pragmatischer Art und Weise. So, und wenn wir das haben, dann können wir uns jetzt mit dieser Art und Weise wieder einen metrischen Raum definieren. Nämlich x zusammen mit so einem d heißt einfach metrischer Raum. Das heißt, es ist nichts anderes als eine Menge versehen mit einer Metrik. Und das ist genau dann der Fall, wenn halt die Eigenschaften dieser Metrik erfüllt sind. So, und das hier, das ist jetzt der große Unterschied. Das ist jetzt kein Vektorraum mehr, sondern das ist irgendeine Menge. Das heißt, wir werfen einfach diese Vektorraumstruktur weg und ersetzen die ja, im Wesentlichen durch gar nichts. Das heißt, wir lassen die einfach weg. Wir verallgemeinern das Konzept vom normierten Raum und erhalten somit einen metrischen Raum. So, jetzt kommt noch ein Lemma, das jetzt die Brücke schlägt zwischen normierten Räumen und metrischen Räumen. Und zwar ist jeder normierte Raum auch sicher ein metrischer Raum. Und das zeigen wir jetzt. Also x gleich x ausgestattet mit einer Norm sei normierter Raum. Dann folgt, x ist auch ein metrischer Raum. Ja, und wie ist die Metrik definiert? Die ist folgendermaßen definiert: d von xy ist einfach die Norm von x minus y. Das ist dann die Metrik für xy aus x. Ja, und das wollen wir jetzt beweisen. Dafür machen wir jetzt Folgendes. Wir rechnen einfach für diese Abbildung, die da hinten steht, einfach mal die Axiome M1 bis M3 im Einzelnen nach. Also was wollen wir bei M1 zeigen? Wir sollen zeigen, das Ding hier ist positiv definiert. Also d von xy, nee, d von xx. Entschuldigung. Nee, positiv definiert ist d von xy, ist größer gleich 0, so. Und d von xy ist gleich 0, genau dann, wenn x gleich y. Das ist halt die Besonderheit der Entschuldigung, der Metrik an dieser Stelle. Und das gucken wir uns jetzt auch mal wieder genauer an.
Also d von x, y größer gleich 0 folgt sofort aus der Norm. Also folgt sofort aus Pünktchen ist Norm. Ja, weil diese Metrik definiert sich ja über die Norm und von der Norm wissen wir, dass sie positiv definiert ist. Also muss das gelten. Ja, und hier können wir es uns einfach auch mal wieder ausrechnen. D von xy gleich 0 ist gleich 0 ist genau dann der Fall, wenn die Norm von x minus y gleich 0 ist. Jetzt ist die Norm aber wieder positiv definiert. Also ist das genau dann der Fall, wenn x minus y gleich 0 ist. Ja, und das ist genau dann der Fall, wenn x gleich y ist. Also das passt und das passt. Also passt M1 schon mal. Genau. M2 ist jetzt noch wesentlich simpler. Wir rechnen einfach nach, dass d von xy gleich d von yx gilt. Dafür sagen wir, okay, das ist x minus y in der Norm. Und jetzt klammern wir innen drin einfach mal eine minus 1 aus. So, jetzt wissen wir ja, okay, die Norm, die ist homogen, das heißt, das hier können wir als Betrag rausziehen, dann bleibt also einfach stehen, das ist die Norm von y minus x. Na gut, und die Norm von y minus x, das ist einfach d von y x. Und damit haben wir hier die Symmetrieeigenschaft. Als letztes brauchen wir die Dreiecksungleichung, die ist jetzt hier wesentlich einfacher. Wir sagen einfach, okay, d von xy ist gleich. Ja, diese Norm x minus y. Und da schmuggeln wir jetzt irgendein z aus der Menge x rein. Indem wir nämlich einfach sagen, es ist x minus z plus z minus y. Und für diese Norm gilt ja die Dreiecksungleichung schon, also können wir das abschätzen gegen x minus z plus y minus z. Wobei wir hier hinten einfach hier wieder ein Minuszeichen rausziehen. Also das funktioniert genauso wie hier bei der Homogenität. Ja, und das hier ist jetzt einfach d von xz plus d von yz. Ja, und das ist die Dreiecksungleichung im Wesentlichen. Und damit sind wir fertig mit dem Beweis von Lemma 1c. Das heißt, auch das ist wieder so ein Beweis, den kann man prototypisch nehmen für zeigen Sie, dass XY einen Metrik definiert. Man rechnet einfach die Eigenschaften nach und benutzt dabei die Variante, dass halt die Funktion bzw. die Abbildung, die diese Metrik quasi induziert, ja bereits irgendeine gewisse Struktur trägt. Gut. Jetzt können wir im Wesentlichen die interessanten Begriffe einführen. Denn das, was wir bis jetzt hatten, das sind wirklich nur so die begrifflichen Fundamente. Und darauf bauen wir jetzt im Folgenden auf. Und wir wollen jetzt ganz prägnant hin zum Begriff der Vollständigkeit eines Raums. Ich muss heute unglaublich viel dabei trinken, weil ich unglaublich viel sabbel. Ich bitte da eventuell auftretende Geräusche zu entschuldigen. Wir fangen jetzt an, indem wir auf beliebigen Räumen, auf beliebigen metrischen Räumen, Cauchy-Folgen definieren. Cauchy-Folgen kennen wir schon aus R. Das sind Folgen, bei denen der Abstand der Folgenglieder ab einem gewissen Index immer beliebig klein wird. Anschaulich gesprochen. Und diese Anschauung, die können wir jetzt in eine Definition gießen. Und das machen wir jetzt auch mal eben. Also, wir nehmen uns wieder so ein Tuppel x und schreiben statt immer dieses Tuppel xd mitzuschleppen, einfach nur noch x, ein metrischer Raum. Was wir damit meinen ist, x ist irgendeine Menge und d ist die auf dieser Menge vorhandene Metrik. So, also das hier ist unsere Voraussetzung. Und wir nehmen uns jetzt xn als Folge in diesem metrischen Raum. Wobei wir mit xn sei Folge in x meinen, dass jedes Element dieser Folge xn ein Element in x ist. Upsi. So, und was wir jetzt definieren, ist halt die Cauchy-Folge. Also xn heißt Cauchy-Folge, wenn gilt. Und jetzt kommt wieder so eine Quantoranschlacht, die aber im Prinzip relativ einfach ist. Für jedes Epsilon größer 0 gibt es irgendwann einen Index aus den natürlichen Zahlen.
sodass ab diesem Index ja der Abstand von den Folgengliedern kleiner Epsilon wird. Den Abstand charakterisieren wir jetzt über die Metrik. Ja, und zwei solche Folgenglieder sind einfach gegeben durch xn und xm. Das soll kleiner als Epsilon sein, und zwar für alle mn größer als dieses n0. Ja, das heißt, ab diesem n0 ist einfach der Abstand der Folgenglieder beliebig klein. Das ist eine Cauchy-Folge. So, mit diesem Begriff der Cauchy-Folge können wir jetzt zunächst mal eine kleine Zwischenstufe beweisen, nämlich das Lemma 1.12. Also bis jetzt auch noch kein großer Satz dabei, weil da hat einfach nicht so wirklich die Aussagekraft eines Satzes. Aber das Lemma 1.12 ist eigentlich ganz nett. Das sagt uns nämlich, wenn eine Folge konvergent ist, dann ist sie Cauchy-Folge. Anders ausgedrückt, jede konvergente Folge ist Cauchy. Das beweisen wir auch kurz. Das ist nämlich ein ganz netter Beweis, der im Wesentlichen auch wieder so eine Nulladdition nutzt, nur halt an der richtigen Stelle. Also, jetzt nehmen wir uns mal so eine Folge an in x, also in dem metrischen Raum, und die sei konvergent. Also an gegen a aus x für n gegen unendlich. So. Jetzt gilt nach der Definition von Konvergenz also irgendwann, also dann gilt, für alle Epsilon größer 0 gibt es so einen Index n0 aus n, sodass der Abstand, den wir jetzt durch d ausdrücken, der Folgenglieder von a kleiner ist als Epsilon für alle n größer gleich dieses n0. Das heißt, was wir hier machen, was ich auch gerade schon fast gemacht hätte, ich werde es gleich nochmal anschreiben, wir ersetzen hier quasi den Betrag an minus a kleiner Epsilon. Das wäre der Fall x gleich r mit Betragsmetrik. Durch diesen allgemeineren Metrikbegriff, indem wir einfach sagen, okay, die Distanz von an, also den Folgenwidern zu a, wird beliebig klein ab einem gewissen Index. Das ist Cauchy. Das ist noch nicht Cauchy, das ist Folgenkonvergenz. So. Und jetzt gucken wir uns mal an, was passiert, wenn ich so eine Cauchy-Folgenbedingung mal ausrechnen will. Also ich möchte zeigen, dass das d von an am kleiner ist als Epsilon. So. Ein kleiner Kunstgriff vorne vor. Na gut, wenn ich sagen kann, okay, das hier ist kleiner als Epsilon, dann kann ich da auch immer einfach Epsilon halbe schreiben. Das heißt, ich sage einfach, d von an und a ist kleiner als Epsilon halbe. Ich kann hier auch 42 Millionen Epsilon hinschreiben, das ist immer noch das Gleiche. Einfach weil es nicht auf diese Konstante davor ankommt, sondern nur darauf, dass das Epsilon beliebig klein wird. Das heißt, ich kann es immer so klein wählen, dass ich jede noch so große Zahl damit wieder auffange. So, und jetzt kann ich mir diese Folge hier mal, beziehungsweise diesen Abstand hier mal angucken und da jetzt an geeigneter Stelle mit der Dreiecksungleichung einfach diesen Grenzwert zwischenpacken. Das ist nämlich einfach die Distanz von am zu a plus die Distanz von a zu an. Dann kleiner gleich, weil eben Dreiecksungleichung. Das heißt, ich packe hier im Prinzip das, was ich im Reellen mit dem Betrag und der Nulladdition mache, durch die Dreiecksungleichung hier in die Distanzmetrik. Hier nutzen wir jetzt mal die Symmetrie aus. Das heißt, das ist einfach gleich d von am und a plus d von a und an. Ja, und das ist jeweils kleiner als Epsilon halbe, weil ob ich jetzt hier einen n hinschreibe oder einen m, ist uns egal, weil dieses m und n ja ab dem Index n0 im Prinzip egal werden. Das heißt, das ist kleiner als Epsilon halbe plus Epsilon halbe, das ist Epsilon, ja für alle n, m größer gleich einen gewissen Index n0 aus den natürlichen Zahlen. Wie der aussieht, keine Ahnung, aber wichtig ist, er existiert. Das ist das archimedische Prinzip. Und damit haben wir jetzt gezeigt, die Distanz von an und am kleiner Epsilon. Und das ist eben genau das, was wir für die Cauchy-Folge haben wollen. Das heißt, an ist Cauchy. Damit sind wir mit dem Beweis auch durch. Der ist halt, finde ich, sehr schön anschaulich, wenn man sich halt hier diesen Trick überlegt hat, dass man halt im Prinzip hier die Dreiecksungleichung anwirft und dadurch halt nachweisen kann, dass halt diese Distanz der Folgenglieder für
alle n, die größer sind als ein gewisser fixer Index, eben beliebig klein wird. Gut. Das war für heute sogar der letzte Beweis. So viel kann ich schon mal ankündigen. Jetzt kommt noch ein bisschen Begrifflichkeit. Und zwar die Definition 1.13, nämlich der eines vollständigen Raumes. Wenn wir einen metrischen Raum XD betrachten, den wir dann im Folgenden wieder mit X abkürzen, dann heißt dieser Raum vollständig. So, und was erwartet man jetzt nach dem Vorgeplänkel? Irgendwas mit Cauchy-Folgen. Was erwartet man konkret? Naja, es wird mehr sein, als dass jede konvergente Folge eine Cauchy-Folge ist. Eben weil das in allen metrischen Räumen gilt. Sondern man erwartet vielmehr, es ist die Umkehrung. Das ist genau richtig. Das X heißt vollständig, falls jede Cauchy-Folge konvergiert. Ne, das heißt, wenn hier quasi die Rückrichtung gilt. Das heißt, sobald Cauchy-Folge und konvergente Folge äquivalente Begriffe sind, dann weiß ich, ich habe einen vollständigen Raum. Genau. So, eine kurze mündliche Bemerkung, die hat im Skript hinterher eine eigene Nummer. Ich möchte sie nur mündlich quasi kurz sagen. Wenn ich eine Folge xn habe, die gegen einen Grenzwert x konvergiert, dann gehört dieses x in einem vollständigen metrischen Raum ebenfalls zum Raum. Also xn gegen x in x vollständig, so ganz lapidar aufgeschrieben, heißt, dass der Grenzwert selbst Element des Raumes ist. Genauso funktioniert das auch, wenn dieses x hier nur ein Häufungspunkt ist. Dann funktioniert das genauso. So, nachdem wir jetzt diesen wichtigen Begriff Vollständigkeit haben, so viel Zeit, dass hier noch in gegen unendlich drüber steht, sollte dann doch noch sein, können wir uns jetzt zwei wichtige Klassen von Räumen quasi definieren. Und zwar im Wesentlichen die Hilbert-Räume, von denen wir ja vorhin schon die Prä-Hilbert-Räume hatten, und die Banach-Räume. Und im Folgenden werden erstmal die Banach-Räume eine gefühlterweise höhere Präsenz haben, aber die Hilbert-Räume kriegen auch noch ihr Fett weg, in Anführungsstrichen. Und das machen wir jetzt in Definition 1.15a. Der Begriff Hilbertraum, also der geht zurück auf den deutschen Mathematiker David Hilbert. Also ein Hilbertraum ist ein vollständiger, deswegen der Begriff der Vollständigkeit unglaublich wichtig. Prä-Hilbertraum. Das heißt, wir haben einen Raum, der mit einem Skalarprodukt ausgestattet werden kann und der dann vollständig ist. Dann können wir diesen Prä-Hilbert-Raum quasi fortsetzen, vollständig, zu einem Hilbert-Raum. So, und ein Banach-Raum, das geht zurück auf Stefan Banach, das war ein polnischer Mathematiker, der ist folgendermaßen definiert, das ist einfach ein vollständiger normierter Raum. So, und mit den beiden Begriffen, da kommen wir schon relativ weit. Insbesondere gilt Folgendes, was aber irgendwie auf der Hand liegt. Jeder Hilbertraum ist Banachraum. Warum liegt das auf der Hand? Naja, so ein Hilbertraum, der hat ja ein Skalarprodukt. Und der ist jetzt vollständig. Und wir haben gezeigt, dass ja jeder Prä-Hilbert-Raum auch ein normierter Raum ist. Indem wir ja gezeigt haben, dass man über das Skalarprodukt eine Norm definieren kann. Und deswegen haben wir jetzt hierdurch den Schluss, okay, so ein Prä-Hilbert-Raum ist ein normierter Raum, die Vollständigkeit bleibt erhalten, also ist jeder Hilbert-Raum ein Banach-Raum. Die Umkehrung gilt nicht, also nicht jeder Banach-Raum ist ein Hilbert-Raum. Wir schließen das Ganze jetzt ab mit ein paar Beispielen, weil die sind jetzt natürlich im letzten Abschnitt ein bisschen kürzer gekommen, aber das ist sonst sehr enervierend.
hier 50 Metriken und Normen durchzuxen. Im Wesentlichen ist ein wichtiges Resultat, dass die reellen Zahlen zusammen mit der Betragsmetrik tatsächlich ein Banachraum sind. Das heißt, man kann zeigen, dass in R jede Cauchy-Folge konvergent ist. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht machen, weil das braucht ein bisschen Vorlauf. Da kann man das dann nachlesen, wenn man das genauer haben möchte. Wichtig ist aber jetzt das erste Gegenbeispiel, die rationalen Zahlen mit der Betragsmetrik. Das ist kein Banachraum. Denn ich kann mir in den rationalen Zahlen Folgen konstruieren, die gegen irrationale Zahlen konvergieren. Also ganz klassisches Beispiel hierzu ist einfach, man betrachtet das babylonische Wurzelziehen. Das iteriert dann rationale Zahlen durch. Entschuldigung. Das iteriert dann rationale Zahlen durch und konvergiert aber tatsächlich gegen die Wurzel, die gesucht ist. Das heißt, es iteriert durch rationale Zahlen, zum Beispiel Wurzel 2, aber Wurzel 2 ist nicht Element der rationalen Zahlen. Das beweist man meistens in irgendeiner der ersten Vorlesungen mal irgendwann. Und von daher setze ich einfach mal voraus, dass das bekannt ist. Ein weiteres Beispiel ist die Räume, die wir bereits hatten, nämlich diese Räume, wo das Integral über den R hoch n mit gewisser Potenz endlich ist. Also machen wir so. Das war irgendwo hier oben. Das waren diese Räume. Die sind für jedes p, das zwischen 1 und kleiner und endlich liegt, Banachräume. Und im Falle, dass das n gleich 2 ist, sogar Hilbert-Räume, weil wir haben ja vorher schon gesehen, dass man diesen Raum hier auf diese Art und Weise mit einem Skalarprodukt ausstatten kann. Diese LP-Räume, die das hinterher darstellen sollen, die werden wir im Folgenden auch noch genauer definieren, nämlich in Kapitel 3. Das, was wir hier jetzt stehen haben, ist jetzt nicht per se falsch, aber es ist einfach nur ein wichtiger Spezialfall und nicht LP-Räume im allgemeinst möglichen Sinne. Die werden wir in Ja, auch nicht im allgemeinsten Sinne, aber die werden wir dann in Kapitel 3 machen. So, also abschließend möchte ich noch kurz sagen, wie jetzt diese definierten Räume, die wir uns hier angeguckt haben, quasi ineinander zur Verbindung stehen. Wir hatten einmal uns angeguckt die Prä-Hilbert-Räume. Dann haben wir uns angeguckt die normierten Räume. Dann haben wir uns angeguckt die metrischen Räume. Und die stehen jetzt in gewisser Korrelation zueinander, nämlich jeder Prä-Hilbert-Raum ist ein normierter Raum. Jeder normierte Raum ist ein metrischer Raum. Und wenn man die Kette jetzt weiter fortspinnen möchte, dann ist jeder metrischer Raum ein topologischer Raum. Da möchte ich jetzt allerdings nicht genauer dazu eingehen, was jetzt topologischer Raum heißt. Im Wesentlichen ist das nochmal eine Vereinigung der metrischen Räume, indem man einfach den Abstandsbegriff wegwirft. Das kann man sich mal in Ruhe auf Wikipedia oder sonst was durchlesen. Da gibt es dann eine ähnliche Abbildung, nämlich, also nicht Abbildung, sondern eine ähnliche Struktur wie die Metrik oder Norm, die nennt sich dann Topologie auf so einem Raum. Und da kann man dann eben auch wieder sinnvoll Räume zu definieren. Genau, und wenn man noch Pfeile abzweigen lassen möchte, dann kann man sagen, okay, bei normierten Räumen gibt es noch die Banachräume. Da gilt hier nicht die Beziehung, dass jeder normierte Raum ein Banachraum ist, aber jeder Banachraum ist normiert. Ein normierter Raum ist nur dann ein Banachraum, wenn er vollständig ist. Beim metrischen Raum haben wir hier die gleiche Beziehung, nur halt zum. Ach Quatsch, beim metrischen Raum haben wir die Beziehung nicht. Beim Prä-Hilbert-Raum haben wir die Beziehung zum Hilbert-Raum. Mal kurz gucken, ob die Pfeile stimmen. Nicht jeder Prä-Hilbert-Raum ist ein Hilbert-Raum, aber jeder Hilbert-Raum ist auch automatisch ein Prä-Hilbert-Raum. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob es zu metrischen Räumen ähnliche Analogon gibt, aber das sind zumindest die, die uns im Folgenden betrachten, interessieren, die wir im Folgenden betrachten. Und das ist dann quasi so ein kleines Schaubild. Und die Pfeile, die hier im Prinzip noch fehlen, nicht jeder topologische Raum ist ein metrischer Raum, nicht jeder metrische Raum ist ein normierter Raum. Und nicht jeder normierte Raum ist wiederum ein Prä-Hilbert-Raum. Das heißt, man kriegt so eine Art Hierarchie zwischen diesen Räumen schon mal so geschenkt
Und dann kann man tatsächlich diese Räume, die dabei entstehen werden, auch noch innerhalb von sich selbst hierarchisieren. Da werden wir auch zum Teil ein bisschen drauf eingehen. Ja, das wär's mit Kapitel 1, mathematischen Strukturen. Ich hoffe, das Video war verständlich soweit formuliert, dass man da mitgekommen ist und dass das alles so ein bisschen in sich konsistent war. Ich hoffe, es hat auch ein ganz klein wenig Spaß beim Zuhören gemacht, beziehungsweise zumindest ein bisschen den Aha-Effekt ergeben, der da so an einigen Stellen manchmal hakt. Auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Sage bis zum nächsten Video und auch insbesondere bis zum nächsten Teil der Funktionalanalysis. Wünsche euch noch einen schönen Tag und verabschiede mich mit Tschüss.